Auf der Fachmesse RehaCare in Düsseldorf haben 750 Aussteller von Hilfsmitteln und Angeboten für Menschen mit Behinderung vorgestellt, wie selbstbestimmtes Leben aussehen kann. Zu Hause können dabei Treppenlifte helfen, die auf fast jeder Treppe einbaubar sind. Wenn die Treppe breit genug ist, man spricht hier von ca. 80 cm für den Normalbürger, dann muss ich eigentlich nur schauen, dass die Treppe stabil genug ist. Ich kann davon ausgehen, dass jede Treppe, die in Deutschland gebaut ist, die Gewichte, die Belastung ohne weiteres aushalten kann. Das heißt, ich kann auf jeder Treppe einen Treppenlift installieren. Worauf sollte man also beim Kauf achten? Gute Frage. Es gibt unterschiedliche Systeme, unterschiedliche Antriebssysteme, unterschiedliche Fahrbahnrohre. Man sollte einfach darauf achten, dass man sich einen Händler oder einen Hersteller aussucht, der schon lange auf dem Markt ist, wo das Servicenetz eng vernetzt ist, falls doch mal eine Störung eintritt, dass ich auch wirklich einen Techniker vor Ort habe. Und ich muss einfach schauen, dass der Stuhl für mich auch geeignet ist, für meine, gegebenenfalls meine Behinderung. Da darf man nicht den Fehler machen, dass man sagt, ich nehme hier das günstigste Produkt, wenn ich es nachher wirklich nicht benutzen kann. Da sollte man einfach drauf schauen, dass man da eine Stuhlanlage bekommt, die für einen auch geeignet ist. Die Kosten für eine Treppenliftanlage beginnen bei etwa 3.000 Euro. Im Bedarfsfall kann man allerdings Zuschüsse dafür beantragen. Wenn der Kunde eine Pflegestufe hat, bekommt der Kunde einen Zuschuss von der Pflegekasse. Das ist aktuell 2.570 Euro circa. Des Weiteren muss man sehen, ob es ein Unfall ist. Da tritt dann zum Beispiel die BG ein, die Kosten dann zum Beispiel gesamt übernimmt. Ansonsten haben wir hier nicht die Möglichkeit, dass wir sagen, die Kosten werden von einem Kostenträger in der Regel komplett übernommen. Durchaus möglich, durch die BG zum Beispiel. Die Systeme sind individuell anpassbar auf die Bedürfnisse der einzelnen Kunden. Und auch optisch lässt sich der Treppenlift nach dem eigenen Gusto gestalten. Ja, optische Varianten gibt es auch. Ich kann einen Stuhl in Ferrari Rot oder in Schalke Blau bekommen. Das ist kein Problem. Hier werden aber in der Regel Standardfarben verwendet wie Creme Weiß. Creme Weiß, Matt Schwarz. Ich kann Kunstleder nehmen, ich kann Stoff nehmen. Auch das ist dann vom Geschmack abhängig. Hier ist fast alles möglich. Und auch sonst bot die RehaCare ihren Besuchern auch in diesem Jahr wieder eine Vielzahl von Neuheiten und Kuriositäten.